Ja. Also reden kann ich. Also, ihr wisst ja alle, wie ich aussehe. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, jetzt werde ich auch wieder angestrahlt. Vielen Dank dafür. Genau. Meine Damen und Herren, die öffentliche Hand von der Kommune bis zur Bundesbehörde ist ein wichtiger Auftraggeber. Das haben wir in diesem Haus mehrfach diskutiert. Sie erteilt Bauaufträge, sie kauft Dienstleistungen und Waren. Mehr als 15% des Bruttoinlandsproduktes gehen auf öffentliche Aufträge zurück. Das ist eine enorme Marktmacht, die man nutzen sollte für Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt, für soziale, für ökologische Verbesserungen. Und deshalb müsste es doch eigentlich selbstverständlich sein, dass der Staat nur das einkauft und nur Dienstleistungen vergibt an Unternehmen, die sozial und ökologisch sinnvoll arbeiten, bei Firmen, die ihre Beschäftigten gut bezahlen, die seriös kalkulieren. Aber, und da gebe ich der Kollegin Barth vollkommen recht, das ist längst nicht die Regel. Immer noch viel zu oft kommen eben wirklich die Billigsten zum Zuge. Und deswegen ist es gut, dass ein neuer Anlauf unternommen wird, heute von der SPD, dass wir ein ziemlich untaugliches Vergabegesetz, das wir in Hessen haben, auf den Prüfstand stellen und deutlich machen, dass wir hier Veränderungen brauchen. Wir haben uns ja schon mehrfach daran versucht, die SPD, auch wir als LINKE, und sind zuletzt 2018 an der schwarz-grünen Mehrheit gescheitert. Es ist richtig, dass hier die Forderungen auch der Gewerkschaften aufgenommen werden. Wir brauchen ein gutes Vergabe- und Tariftreuegesetz, das auch dafür sorgt, dass eben es wirklich eingehalten wird und die Regelungen auch kontrolliert werden, meine Damen und Herren. Und das Gesetz von Schwarz-Grün, so wie es in Kraft ist, ist eben, ich will es mal höflich formulieren, nicht gerade ein großer Wurf. Und wir haben das schon damals kritisiert, und das haben ja auch die Gewerkschaften in der Anhörung kritisiert, dass es ein zahnloser Tiger ist. Denn soziale und ökologische Kriterien, Ausschreibungen zu fordern, ist freiwillig. Eine echte Tarifbindung gibt es nur im Bereich des ÖPNV. Und das Wenige, was festgeschrieben wird, wird de facto überhaupt nicht kontrolliert. Und das ist der große Konstruktionsfehler, zum Beispiel, dass eine Generalunternehmerhaftung fehlt. Das heißt also, Firmen, die sich um Aufträge bewerben bei der öffentlichen Hand, können über Subunternehmen diese Standards einfach unterlaufen, und Nachunternehmer haften überhaupt nicht für das, was Nachunternehmer tun. Das ist ein großes Problem. Das diskutieren wir immer wieder in der Baubranche. Wir brauchen die Generalunternehmerhaftung, weil ohne die kann man durch die Vergabe an Subunternehmen alle tariflichen Standards und alle sozialen Standards gerade wieder aushebeln, meine Damen und Herren. Und dann haben Sie damals gesagt, das wird doch der Markt dann schon selber kontrollieren, und eine Kontrollbehörde wäre überdimensioniert. Das haben wir damals schon kritisiert, weil es ist doch absurd, mit Selbstverpflichtungen zu arbeiten. Das ist ein bisschen, als wenn man sagt, jeder Autofahrer unterschreibt eine Verpflichtung, eine Selbstverpflichtung, ich halte mich an die Straßenverkehrsordnung. Da müssen wir das nicht kontrollieren, wir brauchen keine Radaranlagen mehr. Also, meine Damen und Herren, das ist doch vollkommen weltfremd. Man kann sich doch nicht auf Selbstverpflichtungen verlassen, sondern natürlich muss man kontrollieren, dass soziale und ökologische Standards auch eingehalten werden. Und angesichts der Tatsache ist es ja kaum überraschend, dass die tatsächlichen Auswirkungen dieses Gesetzes kaum wahrnehmbar sind. Und die Evaluation, die im Gesetz vorgesehen war, die kam ja noch jetzt sehr spät und war eher eine kleine Umfrage unter den Kommunen mit begrenztem Aussagewert. Und was im neuen Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün steht in Bezug auf das Vergabegesetz, stimmt ja auch nicht gerade optimistisch. Dabei könnte man hier mit vielen Regelungen vielen Menschen direkt helfen und indirekt bewirken, dass mehr Menschen auch davon profitieren, die nicht direkt im öffentlichen Auftrag arbeiten, etwa mit einem Landesmindestlohn. Und, Herr Hofmann, da will ich Ihnen widersprechen. Das ist, was Sie hier sagen, ist falsch. Natürlich ist es möglich, einen Landesmindestlohn zu verabschieden. Und ich sage Ihnen, es gibt eine ganze Menge Länder, in denen die Grünen regieren, die das auch gemacht haben. Also, wenn wir dann an Bremen, Hamburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Berlin als Beispiel, da liegt der Landesmindestlohn bei 12,50 €, also deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn. Das ist sehr wohl möglich, das ist machbar. Und in diesen Ländern gibt es einen Landesmindestlohn. Wie gesagt, sogar die GRÜNEN haben dem zugestimmt. Deswegen sagen Sie, wenn Sie es nicht wollen, das kann man ja argumentieren, aber sagen Sie nicht, es ist nicht möglich, weil ich finde, das Argument, das geht alles nicht, weil einem der politische Willen fehlt, den finde ich, das finde ich immer ein bisschen schwieriges Argument, meine Damen und Herren. Kleinen Augenblick bitte, Frau Abg. Wissler. Die Diskussion.
bei der AfD-Fraktion bitte draußen führen. Wir hatten uns mal darauf verständigt. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Und es ist natürlich klar, dass wir einen solchen Landesmindestlohn in Hessen, der bei mindestens mal 12 bis 13 Euro liegen muss, weil das überhaupt erst Löhne sind, die vor Armut schützen und die auch oberhalb der Armutsgefährdungsschwelle liegen. Und das sind bundesweite Werte. Also wenn man jetzt die enormen Preise zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet, die hohen Mieten berücksichtigt, dann ist 13 Euro hier wirklich ein unterer Wert. Und es kann ja nicht sein, dass es Menschen gibt, die in diesem Land arbeiten, die auch noch für dieses Land arbeiten, in landeseigenen Gesellschaften, in Unternehmen, aber eben auch im öffentlichen Auftrag, und die einfach zu wenig verdienen, um damit über die Runden zu kommen und Angst vor Altersarmut haben müssen. Und deswegen ist es richtig, dass wir hier auch aus Respekt und Anerkennung für die Arbeit von Menschen in diesem Land, dass das Land hier verbindliche Standards einzieht und sagt, keine öffentlichen Aufträge für Unternehmen, die Lohndumping betreiben, die soziale und ökologische Standards unterlaufen, meine Damen und Herren. Und deshalb brauchen wir diese verbindlichen Leitplanken. Und gerade im Bereich des Baus wäre das natürlich wichtig, weil da muss man natürlich sehen, dass so viele Bauaufträge von der öffentlichen Hand ausgelöst werden, dass hier natürlich wirklich Leitplanken gesetzt werden können. Und für die, die eben nicht vom Tarifvertrag erfasst sind, brauchen wir den Landesmindestlohn, damit es hier kein Lohndumping gibt. Und natürlich sollte auch bei der Auftragsvergabe berücksichtigt werden und auch verpflichtet werden, dass auch Unternehmen bevorzugt werden, die ausbilden. Weil Unternehmen dürfen sich nicht aus der Verantwortung stehlen, dass sie ausbilden. Deswegen sollte auch das stärker berücksichtigt werden. Dabei sollte insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, die eben ihrer Verpflichtung zur Ausbildung nachkommen, bevorzugt werden. Soziale und ökologische Standards sind angesprochen worden. Es ist doch logisch und sinnvoll, dass man Unternehmen, die umweltschonend produzieren, bei der Vergabe bevorzugt, weil am Ende ist es doch die öffentliche Hand, die für die Folgeschäden sonst gerade stehen muss und das finanzieren muss. Und das ist angesprochen worden. Das funktioniert eben alles nicht mit Freiwilligkeit. Dazu brauchen wir eine starke Prüfbehörde, die aktiv kontrolliert und gegebenenfalls dann auch sanktioniert. Und die muss dann auch sanktionieren, und zwar spürbar auch sanktionieren, meine Damen und Herren. Und deshalb, sehr viel von dem, was in der SPD-Gesetzentwurf steht, haben wir auch vor 2 Jahren gefordert. Vielleicht ist die eine oder andere Formulierung, muss man sehen, ist vielleicht ein bisschen weicher. Da steht mal kann und mal sollte, wo vielleicht woanders bei uns mal muss. Frau Abgeordnete, bist du jetzt Zeit für den letzten Satz? Den wollte ich gerade beginnen, Frau Präsidentin. Aber dennoch, und das will ich deutlich sagen, ist der vorgelegte Gesetzentwurf natürlich ein großer Schritt in die richtige Richtung. Insofern sind wir gespannt auf die Anhörung und finden diesen Gesetzentwurf im Grundsatz sehr gut. Vielen Dank.